Tja, was meint ihr, ihr Lieben? Bekommen wir das hin? Wird das klappen, dass wir in Abendröte mal wieder ein Weltwunder fertigstellen können? Eine Freiheitsstatue, die Freiheitsstatue. Ein anderes Weltwunder in einer anderen Stadt, auch in der Bauschlange drin. Sollte auch bald fertig werden. Und dann haben wir zuletzt viele, viele andere Weltwunder noch gebaut. Ich bin mir sicher, die ganze große, weite Welt, all die ganzen Reiche in Übersee und in der Nachbarschaft blicken voll des grünen Neides auf unsere Errungenschaften. Wir können wirklich stolz drauf sein, was wir hier aus dem Boden stampfen. Was für prächtige Bauwerke das sind. Ich starte hier mal wieder eine kleine Mini-Aufnahmestaffel. Ich kenne tatsächlich alle Kommentare, auch unter dem letzten Video und entsprechend vorher. Im letzten Video zumindest die, die in den ersten Stunden nach dem Erscheinen rausgekommen sind. Zwei Sachen beschäftigen mich im Augenblick. Das eine ist, ob wir nicht doch wenigstens ein Kohlekraftwerk bauen sollten. Wir wollten ja eigentlich zwei Ölkraftwerke bauen, hier eins und hier eins, und sichern uns dafür viele Ölvorkommen. Zwei haben wir, beziehungsweise zwei können wir in Kürze anschließen. Eines hier, Ölkraftwerke oder die Bohranlagen sind ja in Kürze freigeschaltet, hier mit der Raffinerie in 5 Runden. Das zweite Ölvorkommen hier, und dann ziehen wir gerade mit dem Siedler noch hier hin und wollen dann hier zwei weitere anschließen. Jedes bringt 3 Ölvorkommen, jedes Ölvorkommen, also jede Ölressource, und dann mal 4 noch Energie, das ist schon ziemlich viel. Kernkraftwerke, Atomkraftwerke werden viel später noch freigeschaltet. Kohlekraftwerke könnten wir schon bauen. Wir haben allerdings gar nicht so viel Kohlevorkommen. Wir haben eigentlich nur eines, das ist hier. Und dann kapiere ich eine Sache nicht. Und vielleicht könnt ihr mir helfen, das rauszukriegen. Wenn wir reingehen in die Ressourcenübersicht, dann wird mir bei Kohle, das ist glaube ich ganz unten, angezeigt, 1 durch Abendröte, das ist das, was ich gerade gezeigt habe, und 1 durch Spielbonusse, also durch Spielboni. Das ist normalerweise ein Hinweis, dass einer der Stadtstaaten, wo wir so zu rennen sind, Kohle bekommt. Aber ich habe mal in die Übersicht reingeschaut, der 4 Stadtstaaten, wo wir so zu rennen sind, und ich kann in keinem dieser 4 Stadtstaaten das finden, dieses Kohlevorkommen. In der strategischen Ansicht müsste das noch leichter zu finden sein, falls es unter dem Stadtzentrum selber drunter liegt, aber auch das entdecke ich dann irgendwo. Insofern rätsel ich und rate ich ein bisschen, wo das sein könnte. Ich komme einfach nicht drauf. Ich habe mir auch mal die Politikkarten angeguckt oder die Weltwunder, ob ich da irgendwas übersehe. Ich komme einfach nicht drauf, wo dieses 4. Vorkommen sein sollte. Ich finde es einfach nicht. Ich habe mir auch mal überlegt, ob wir vielleicht Handel bekommen, ob wir einen Import haben, ob wir von irgendwoher laufend Kohle bekommen, aber das ist auch nicht der Fall. Dann müsste es auch eigentlich nicht heißen Import oder wir erringen das durch Spielbonusse, sondern dann müsste eigentlich dann stehen, wir bekommen das durch ein Handelsabkommen. Also ich komme nicht drauf, beim besten Willen nicht. Vielleicht kann, wenn einer von euch das weiß, bitte mal in die Kommentare reinschreiben. Ich kapiere es im Augenblick nicht. Also wir haben sowieso eigentlich mehr Öl als Kohle. Wir könnten uns Kohlekraftwerke im Prinzip leisten, weil wir haben ja ein Binnenreich und die versauen zwar die Umwelt mit mehr Umweltverschmutzung, Meeresspiegel steigt schneller, aber das kann uns eigentlich egal sein. Vielleicht schwächt es sogar unsere Nachbarn. Die Boni, die die Ölkraftwerke und die Kohlekraftwerke für die Stadt selber bringen, das ist im Prinzip hier ziemlich egal. Also Ölkraftwerk gibt einen fixen Bonus von +3 Produktion für die Stadt. Ein Kohlekraftwerk einen Bonus entsprechend dem Nachbarschaftsbonus. Der ist bei uns aber gar nicht so hoch. Am höchsten hier noch in Cusco. Bei dem Kraftwerk hier ist es eine +4. Üblicherweise ist es eher drunter. Das wird eher sogar dann für Öl sprechen und nicht für Kohle. Naja. Also das ist die eine Sache, wo ich drüber nachdenke, und die andere Sache ist eine Frage der Let's Play-Spielweise. Weil darüber wurde zuletzt schon emsig diskutiert, soll ich die vielen Ressourcenüberschüsse bei den strategischen Ressourcen, vor allem bei der Kohle, beim Salpeter, beim Eisen, soll ich die weiterhin, was ja einfach Zeit dauert, regelmäßig den KI-Herrschern verkaufen? Oder soll ich sagen, das bremst uns so sehr aus, wir brauchen das vielleicht nicht unbedingt, ich überschlage das und wir betreiben ja kein perfektes Micromanagement, dafür kommen wir schneller voran. Ich vermute mal, egal wie rum ich es mache, wird es Leute geben, die sich beschweren. Es beschweren sich jetzt schon, also mindestens einer, ein Zuschauer, den ich eigentlich sehr schätze, jetzt schon das zweite Mal in den Kommentaren, beschwert sich darüber, dass ich das mache, weil er sagt, das kostet so viel Zeit, du hast es doch gar nicht nötig, WB.
Aber ich weiß auf der anderen Seite, wenn ich diese Überschüsse nicht verkaufen würde, würden sich mit Sicherheit, das weiß ich aufgrund meiner Erfahrung von früheren Let's Plays, wird mit Sicherheit Zuschauer geben, die sich beschweren würden und sagen würden, WB, mach das Micromanagement. Wenn du es nicht machst, versaust du uns den Spielspaß, dann haben wir das Gefühl, du nimmst das Let's Play nicht mehr ernst. Du nimmst es auf die leichte Schulter und dann haben wir gar keine Lust mehr, dir zuzugucken. Vielleicht mögt ihr mir mal zu diesem Problem ein paar Kommentare schreiben, dass ihr mal mit mir mal nachdenkt und euch wünscht, wie ich das gerne machen sollte. Überschlagen wir das nochmal. Öl ist noch nicht freigeschaltet. Ich sagte Einheit sogar, ruh dich mal bitte aus. Nächste Runde eventuell schon die Möglichkeit, die Freiheitsstatue zu errichten. Eine Runde weiter, ja. Ein Gouverneurstitel, den wir noch raushauen können, und da bin ich auch hin und her gerissen. Wir waren in die Runde gegangen. Ich ziehe das ja auch mal durch. Steuereintreiber, der Bonus, den brauchten wir gar nicht unbedingt. Es gäbe interessante Alternativen, Magnus, hin in Richtung Schwarzhändler. Öl sparen, wenn wir Öleinheiten kaufen. Das wäre eine Möglichkeit, mehr auf Energie zu gehen mit ihm. Dann eine sehr interessante Möglichkeit, falls wir wirklich in den Wissenschaftssieg gehen würden, über den wir zuletzt viel diskutiert hatten. Das hier erlaubt der Stadt den Kauf von Bezirken mit Gold, also von Raumhäfen beispielsweise. Das wäre auch hilfreich für Energie, beides geht aber hier rüber. Und was auch sehr hilfreich wäre für den Sieg bei der beim Wissenschaft ist natürlich das hier, Raumfahrtinitiative, 30% Produktionssteigerung für alle Raumfahrtprojekte. Aber man kann nicht alles gleichermaßen machen, und ich mache mal das, was wir auch geplant hatten, gehe hier rein, plus 2 Gold für alle Bürger in der Stadt. Rainer ist im Augenblick in einer Stadt mit 17 Einwohnern, das sollte uns also 34 mehr Gold geben. Im Augenblick haben wir 248,7. Eine Runde weiter, und das wird sicher gleich dann auch adaptiert und uns auch gleich angezeigt werden mit diesem Goldüberschuss. 289 sind es jetzt. Da kann man viel mitmachen. Holen wir uns jetzt die Freiheitsstatue. Einheiten ziehen hin, Einheiten ziehen her, es wird missioniert. Religion wird von uns weiterhin ignoriert. Ein Händler fehlt uns noch, der ist allerdings in der Bauschlange. Repetiergewehre sind lauter als Worte. Unsere Spione können jetzt zu Rangern verbessert werden, beziehungsweise unsere Varaks. Das ist ja die Zwischenstufe zwischen Spionen. Repetiergewehre sind lauter als Worte. In Morgengold ein Archäologe fertig. Das ist gut. Wir haben die Wahl. Diplomatie-Sieg würde ich am liebsten, kann aber sein, dass das zu spät kommt. Deshalb zuletzt die Rede vom Wissenschaftssieg oder vom Kultursieg. Ich glaube, wir müssen flexibel bleiben. Kann sein, dass wir den Diplomatie-Sieg nicht rechtzeitig hinbekommen, dass uns ein KI-Konkurrent eventuell eine andere Siegvariante vor der Nase wegschnappen würde. Da müssen wir einfach flexibel sein. Archäologe fertig. Der Riesenrat würde hier für mehr Annehmlichkeiten sorgen, die wir nicht brauchen. Spion endlich bauen. Immer Sinn, macht immer Sinn. Ich denke, wir gehen auf die Fabrik. Die bringt uns dann, wenn wir Energie haben, viel Produktion, sonst nur 2, dann schließlich 5. Aber wir werden ja irgendwann die Kraftwerke haben. Das wäre eine Möglichkeit. Hafen zu platzieren könnten wir auch, aber wir haben bereits einen Handelsdistrikt. Muss nicht sein. Ich mache mal was ganz anderes. Wir gehen mal, Wohnraum ist nicht nötig, wir gehen mal endlich auf den Spion. Wir haben ja noch keinen besetzt bislang. Und dann können wir in Cusco Gegenspionage betreiben und Defensive machen. Händler fertig in Brühwürfe. Stadtmauer bringt uns Tourismus. Aber ansonsten wäre es völlig überflüssig.
Noch ein Spion ist Bauba. Das ist natürlich interessant. Wohnviertel brauchen wir im Moment nicht. Industriegebiet hatten wir uns noch nicht entschieden, wo es eventuell hinkommt. Ich stelle mal einen zweiten Spion rein. Mit ihnen geht es hier Richtung rüber. Hier wollen wir siedeln. Heftiges Unwetter. Gott sei Dank weit vor unseren Küsten. Frostbrand. Der Wrack. Verbesserbar zum Ranger. Wir haben die Verbesserungskarte drin. Wollen wir das wirklich machen? Was bringt er denn? Der Wrack hat die beiden Fähigkeiten, hat einen extra Angriff. Der Ranger hatte nicht, hatte dafür eine Fernkampfstärke von 6. Und der Ranger nur eine von 40. Also es kann sogar sein, dass wir mit dem hier gut aufgestellt sind und ich lasse ihn mal hier und verbessere ihn mal nicht. Wir ziehen hier rein. Barbarencamp. Aufgemischt. Und ziehen mit dem Ambroschützen zurück. Ein Archäologe. Die Frage ist, wohin mit ihm? Hier sind natürlich die Artefakte direkt vor der Haustür. Ich hatte das schon mal begründet. Ich ziehe mit den ersten Archäologen gerne ins Ausland. Also vor die Türe der Nachbarn und sammeln ein, was es da gibt. Hier könnten wir zum Beispiel schauen, dass wir ein paar Mali- oder Auckland-Artefakte bekommen. Ich denke, das machen wir auch. Schauen, was der schnellste Weg hierhin ist. Auf diesem Weg, okay. Ambroschütze zur Feldkanone verbessern. Die hat mir eben nur befördert. Aber noch nicht verbessert, deshalb jetzt kommt die Beförderung hier, die Verbesserung eine Runde später. Und was wir dringend machen müssen, ist hier, wir haben ja nur noch eine Aktion mit ihm, hier hinziehen und die Teeressource reparieren. Einer von euch war so lieb, mich darauf aufmerksam zu machen. Wir handeln die im Augenblick weg, aber wir verfügen gar nicht über sie. Brühwürfel hat jetzt den Händler. Und ich denke, den packen wir gleich hier oben in die neue Stadt rein. Und überschlagen das erstmal hier. Die Freiheitsstatue braucht noch etwa 370, 380 noch. Wir haben drin die Karte 15% Produktion für alle Wunder. Kann sein, dass die auf die Erträge hier noch drauf kommt. Sollte eigentlich so sein. Der Ertrag ist bei 315. Ich denke mir, wenn wir das jetzt durchziehen, sind wir knapp fertig und nächste Runde sollten wir ihn dann haben. Und das machen wir dann auch. Eine Aktion hat er noch. Filippo Brunelleschi. Hier, an unserem vom Meer umspülten weltlichen Tor soll stehen eine mächtige Frau mit einer Fackel, deren Flamme der eingefangene Blitzstrahl ist. Wunderbar. Das ging ja noch schneller, als ich dachte. Sehr cool. Die Freiheitsstatue. Ein Geschenk der französischen Regierung, des französischen Staates an die Amerikaner seinerzeit. Ein Mahnmal daran, dass Einwanderer aus der ganzen Welt herzlich willkommen sind.
in den Vereinigten Staaten von Amerika, in diesem Melting Pot, in diesem Schmelztiegel. Und dass das hier ein Reich, ein Staat, ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Und das gilt auch für die Freiheitsrechte. Viele Einwanderer aus der ganzen Welt, die zu Hause religiös verfolgt waren, insbesondere die aber auch politisch verfolgt waren, kamen nach Amerika. Im letzten Jahrhundert viele Juden beispielsweise aus Deutschland, die dorthin emigrieren durften. In früheren Jahrhunderten Hugenotten beispielsweise aus Frankreich oder andere Einwanderer. Wäre die Freiheitsstatue aus Fleisch und Blut und wäre sie verstorben und würde sie jetzt im Grab liegen, wenn, dann würde sie sich eventuell im Grabe umdrehen angesichts der jetzigen Stimmung in den USA und im Weißen Haus. Wunderbarer Anblick. Was gibt uns die Freiheitsstatue? Und das ist jetzt eine Sache, über die wir uns sehr, sehr freuen werden. Sie gibt uns einen Diplomatie-Siegpunkt. Und darüber hinaus, alle Städte innerhalb von 6 Geländefeldern sind immer loyal zu uns. Immer. Letzteres ist jetzt nicht so unglaublich wichtig. Das betrifft natürlich Abendröte. Und sollten wir die eine oder andere Eroberung machen, vielleicht auch diese Städte. Aber dass Abendröte und Brühwürfel immer loyal sein werden, wer kann da Zweifel haben? Schöner natürlich der Anblick hier. Wir haben jetzt unseren zweiten Diplomatie-Siegpunkt bekommen. Den ersten bekamen wir durch einen internationalen Wettbewerb. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem, was die anderen haben, dann stellen wir fest, wir haben 2, alle anderen 0. Und wir haben verdammt viel Gunst auch. Das kann doch sehr hilfreich sein. Aber es dauert. Der Diplomatie-Sieg zieht sich. Und wenn wir einen Blick werfen in die anderen Siegformen, dann stellen wir fest, beim Kultursieg zum Beispiel, Christina 18, wir 14 Punkte, das ist die Defensive in beiden Ländern quasi, den Wert des stärksten anderen Reiches, des kulturell stärksten anderen Reiches. Am Anfang steigt dieser Tourismuswert sehr langsam und plötzlich geht das Schlag auf Schlag, wenn man die entsprechenden Technologien oder kulturellen Errungenschaften freigeschaltet haben. Also hier müssen wir echt auf der Hut sein. Und beim Wissenschaftssieg wiederum, den sollten wir eigentlich locker erringen können, in der Theorie, denn beim Wissenschaftssieg liegen wir so weit vorne bei der Anzahl der Texts und bei der Anzahl von Wissenschaftspunkten pro Runde. Die Krux ist nur, das ist halt ein sehr, sehr später Spielsieg. Und bis dahin kann es längst sein, dass der Kultur- und vielleicht auch der Diplomatie-Sieg schon längst durchgewunken wurden. Beim Religionssieg wiederum müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Das verteilt sich doch sehr gleichermaßen auch beim Herrschaftssieg. Da ist keine große Militärmacht, die reihenweise die anderen Hauptstädte einnehmen würden. Und wir haben ja so viele Allianzen. Das ist alles im grünen Bereich. Durch den Diplomatie-Siegpunkt bekommen wir auch einen Zeitalterpunkt. Und gleich 5 für die Freiheitsstatue, die die Bürger der Stadt Abendröte mit Ehrfurcht erfüllt. Und hier sehen wir wiederum, dass wir jetzt es geschafft haben. Das goldene Zeitalter haben wir erreicht. Das nächste ist auf jeden Fall ein goldenes. Das kann uns niemand mehr nehmen und wir sind sehr früh hingekommen. Eventuell sogar zu früh, denn alle Punkte, die wir jetzt erzeugen werden, die können wir leider zwar mitnehmen ins nächste Zeitalter, aber die Anforderungen im nächsten Zeitalter steigen entsprechend auch an. Jeden Punkt, den wir jetzt bekommen, müssen wir im nächsten Zeitalter, in der nächsten Epoche auch entsprechend einen Punkt mehr holen für die nächsten Grenzen. Abendröte, Freiheitsstatue fertig. Universität, immer eine feine Geschichte. Leuchtturm hieße ein weiterer Händler. Fabrik, damit wir endlich in die Energieerzeugung reingehen können. Archäologe, damit wir endlich, ja, den können wir ja nur hier bauen. Das ist der Archäologe für unser archäologisches Museum. Wäre eigentlich naheliegend. Eine Runde weiter, sehr gerne. Haben wir irgendwas vergessen? Ich denke mal nicht, was übrigens auch eine Möglichkeit wäre, falls wir uns wirklich Sorgen machen würden um den Kultursieg, dass wir uns demnächst mal die Karte reinholen bei der Regierung. Oh, hier kann man nicht reinwechseln. Hier kann man nicht in die Sortierfunktion reinwechseln. Dann müsst ihr mit der großen Auswahl vorlieb nehmen.
Jetzt, wo ich sie suche, sehe ich sie nicht. Also die Karte, das Defensivgebäude halt doppelt so schnell gebaut werden können. Oder haben wir die noch gar nicht freigeschaltet? Das ist eigentlich eine Militärkarte. Plus 100% Produktion für Defensivgebäude heißt sie, glaube ich. Ich vermag sie im Augenblick gerade nicht zu sehen. Haben wir die eventuell noch gar nicht freigeschaltet, weil dadurch hätten wir die Möglichkeit halt die entsprechenden Gebäude schneller zu bauen. Und die wiederum geben uns dann auch... entsprechend Tourismus später. Also jetzt schon. Wir haben den Naturschutz freigeschaltet. Wo ist das denn? Haben wir die nicht freigeschaltet? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich sehe sie gerade nicht. Vielleicht ist sie auch in einer anderen, woanders drin. Oder ist die schon verfallen? Das könnte auch sein. Das ist eine Karte, ist aus einer früheren Epoche, dass sie deshalb nicht mehr aufgelistet ist, weil die schon mittlerweile alt veraltet ist. Das könnte auch sein. Was sollten wir mit ihm? Achso, wir kamen aus dem Westen, hatten Erkundungen gemacht und wollten einfach wieder zurücklaufen. Das ist schon alles. Jetzt aber eine Runde weiter. Also wir können durchaus, wenn wir sagen Kultursieg, die Option sollten wir uns offen halten, sagen, dass wir zum Beispiel in Brühwürfel die Stadtmauer fertig machen, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber die können wir zwischendurch einschieben. Das wäre nur eine Runde. Bringt uns sofort Tourismuspunkte. Wäre eine Überlegung wert. Bietet ein Tourismus nach Erreichen der Ausrichtung Naturschutz. Und wenn ich mich nicht schwer irre, haben wir die ja schon freigeschaltet. Hier ist es, genau. Mhm. Und vielleicht checken wir das mal bei allen Städten, weil schaden kann es nicht. Und wenn der Bau wirklich ruckzuck geht, hier mittelalterliche Mauern, die würden allerdings 4 Runden dauern, das überlege ich mir noch eher. Hier sind es 4 Runden. Allerdings in jeder Stadt so eine Mauer und in jeder Stadt dann +1 Tourismus. Und das als Absicherung, um eventuell von Christina überrannt zu werden beim Kultursieg. Denn militärisch, ja klar, wir könnten sie versuchen dann auszuschalten, indem wir Militär hinschicken. Schaut bitte mal in die Minimap, das Braune in der Mitte, das sind wir. Und das Hellblaue links unten, das ist Christina. Also wir könnten hin. Nur wir verstehen uns mit allen so gut, wir haben mit allen Allianzen und das sorgt sicher für viel Groll. Ich glaube, sie ist auch recht beliebt in der Welt. Also wir könnten überall mittelalterliche Mauern bauen und es wird uns dann 4-5 Runden aufhalten, mehr allerdings nicht. Und die mittelalterlichen Runden, die geben sogar 2 Tourismus, also quasi zählen so viel wie 2 Stadtmauern. Denn nur auf einen Schlag 10 mehr an Tourismus. Das ist schon heftig, ne? Wir machen das mal. Wir gehen hier in Cusco, ziehen wir das mit hier durch. Mit dem Archäologen ziehen wir auch durch. Den Spion, ja, das ist unser erster Spion, den machen wir mal. Hier in Südsonne, nach der Alhambra, stellen wir den Markt ein. In Abendröte, genau, da wo der Archäologe ist, da hatten wir eben drüber diskutiert. Da stellen wir den Leuchtturm danach ein, denn der bringt uns eine... Den ziehe ich sogar vor. Der gibt uns nämlich die Möglichkeit, dass wir einen weiteren Händler bekommen. In Morgengold der Spion, das ist okay. In Brühwürfel Stadtmauer, in Südsonne Alhambra naheliegend, dass wir das durchziehen. Hier die Außenverteidigungsreparatur der Stadtmauer, hier der Theaterplatz, hier das Kunstmuseum, da das Wohnviertel in 7 Runden, damit wir überhaupt mit der Stadt weiter expandieren können. Okay. Eine Runde weiter. Oh, danke schön. Dido mag uns. Ja, und ich habe jetzt mal die Speicher vorlaufen lassen mit den strategischen Ressourcen, habe nicht gehandelt. Das Unwetter wütet weiter und zieht rüber in den Fog of War.
Vielleicht gründen wir hier die nächste Stadt. Und ich werde ein paar Sachen weghandeln. Wer sich langweilt, ich mache jetzt schon mal die Abmoderation und sage euch, dass diese Folge hier erscheint am 26. Februar und am Abend großer Livestream, Entwickler-Livestream. Ich lebe ja und wohne ja in Köln und in Köln-Ehrenfeld, um genau zu sein, und bewege mich im selben Stadtviertel ein bisschen weiter, zwei U-Bahn-Stationen weiter weg, und fahre morgen, heute Abend, zu den Entwicklern von Bild- und Tonfabrik und streame mit ihnen zusammen ein Preview-Stream eines Spieles, das in 3 Wochen erscheinen wird, erst Mitte März. Trüberbruck heißt es, und das ist eigentlich ein Adventure. Insofern großes Fragezeichen, was hat es zu tun in einem Strategiespielkanal, aber es ist ein sehr extravagantes Adventure, ein Mystery-Adventure mit einer tollen Story, mit sehr prominenten Synchronschauspielern, Nora Tschirner, Jörg Böhmermann und viele andere noch. Aber was ich noch, heißt der Jörg mit Vornamen? Ich glaube ja. Aber was ich noch viel wichtiger finde, das ist, dass die sämtliche Locations, sämtliche Gegenstände, sämtliche Orte, sämtliche Schauplätze im Spiel von Szenenbildern haben in echt anfertigen lassen, leimen, zusammenschneiden, zusammenkleben lassen und diese Dinge dann digitalisiert und in den Computer dann es übertragen haben. Die haben sogar die Lichtverhältnisse in echt nachgestellt und dann das ins Spiel übernommen. Wie sowas funktioniert, das würde ich euch gerne zeigen, zusammen mit Darius, dem Producer des Spieles, Darius Zanotta, bei diesem Livestream, der zudem auch der erste Livestream ist, unseres Patreon-Meilensteines, den wir knapp erreicht haben, noch nicht ganz erreicht haben, und wo es um solche Entwickler-Livestreams geht. Und das erzähle ich euch jetzt, weil jetzt mache ich nur noch ein paar Handelsaktionen mit Ressourcen. Wer das sich angucken möchte, ist herzlich eingeladen, die nächsten 2-3 Minuten mit mir noch zu verbringen, und alle weiteren dürfen jetzt schon aufs nächste Video warten und sich einfach schon mal verabschieden. Wir gehen hier rein mit den Ressourcen und schauen mal, wo wir Handel treiben mit dem Eisen. Und stellen fest, das sollte wieder Mansa Musa sein. Und versuchen, ihm Eisen anzudrehen. Das ist okay. 13 zu 100. Oh Mann. Das machen wir. Dann werfen wir noch einen Blick auf... Ja, Kohle könnten wir auch verkaufen. Aber da hatten wir zuletzt das Problem, dass die Leute uns so unfassbar viel Geld dafür geben wollten. Salpeter können wir noch verkaufen, das brauchen wir gar nicht. Da sollten wir auch einen guten Preis bekommen, zum Beispiel bei Dido. Ich denke, einen sehr guten sogar. Ach, der. Okay. 15 zu 100. Ach, das ist ja klasse. 30 zu 200. Mehr können wir nicht geben. 38, nee, das ist ja weniger als das, was ihr eben geben wollte. Das ist die Grenze. Dann machen wir das. Gehen wieder raus. Und ja, haben das weitestgehend. Kohle behalten wir. Da hatten wir so krumme Deals. Können wir noch irgendjemand Eisen andrehen? Ich vermute das nicht. Die haben wahrscheinlich alle hier Süleyman und Dido und Matthias Corvinus. Mutmaßlich auch volle. Nee, dem könnten wir noch etwas Eisen andrehen. Moment. Sie besitzen
besitzen bereits die Höchstmenge. Ebenfalls. Dann was noch Dido. Ja, da ist nichts drin. Ja, das war's. Das war diese Folge. Und jetzt spiele ich einfach weiter. Wir legen all die Leute rein, die früher rausgegangen sind. Es können doch keine wahren Let's Play-Zuschauer sein, die einfach ein paar Minuten früher rausgehen, nur weil ich sage, hier, Ressourcenhandel ist euch doch sicher zu langweilig. Nein, das mache ich nicht. Ich habe das versprochen, dann ziehe ich das auch durch. Das waren sozusagen ein paar Bonusminuten für alle, die finden, ein bisschen kultivierte Langeweile gehört so ein wenig, gehört zur Civilization-Kultur bisweilen auch dazu. Eine Runde weiter heißt es dann, eine Folge weiter in der nächsten. Bis dann, liebe Grüße.